Hallo zusammen zu meinem heutigen Video. Heute habe ich wieder VirtualBox gestartet und heute möchte ich mir den Ubuntu-Derivat Xubuntu mal testen. Dazu richte ich jetzt mal eine virtuelle Umgebung ein. Ja, das war jetzt falsch. Moment. Wir gehen auf neu, sagen weiter und geben hier einfach mal Xubuntu ein. Und hier unten wird es ja sofort erkannt, ist ein Ubuntu-Derivat. Und Betriebssystem ist Linux. Ich gebe hier gleich mal. Ja, es soll ja ein Derivat sein, der nicht sehr viel Hardware braucht. Deswegen gebe ich jetzt hier mal nur 2 GB und Festplatte erzeugen. Ja, dynamisch allokieren. Und gebe hier dann, sagen wir mal, 15 GB Festplattenspeicher. Mehr nicht. So. Was wir hier noch machen können, ist direkt auf Ändern klicken. Wichtig ist, dass Ubuntu hier ausgewählt ist und sagen Ändern. Und jetzt schauen wir hier mal unser System an. Prozessoren, also 2 GB hatten wir eingestellt. Prozessoren war ein Prozessor, das lassen wir auch so. Beschleunigung, wir gehen mal zur Anzeige. Hier geben wir 128 MB. Grafikspeicher ein, wir klicken die 3D-Beschleunigung und die 2D-Beschleunigung an und sagen okay. Jetzt können wir die Maschine starten. Jetzt möchte natürlich auch die virtuelle Umgebung wissen, wo meine ISO-Datei liegt. Liegt es eben in meinem CD-ROM-Laufwerk oder habe ich es als ISO? Ich habe es in meinem Download-Ordner hier. Ubuntu 32-Bit, das erkennt ihr hier an dieser Endung und sage öffnen und bestätige mit weiter und wir starten die Installation. Ja, scheint auch jetzt zu funktionieren. Ich werde hin und wieder mal im Video ein bisschen nach vorne springen, damit wir nicht jedes Mal eben so lange warten müssen. Jetzt wählen wir hier die Sprache aus. Wir nehmen die deutsche Sprache und sagen Ubuntu installieren. Dann wird hier gefragt, ob Aktualisierungen während der Installation heruntergeladen werden sollen. Das bestätigen wir und Software von Drittanbietern installieren bestätigen wir auch und klicken auf Weiter. Also wie ihr sehen könnt, wenn ihr mal bei mir reingeschaut habt und ich euch gezeigt habe, wie Ubuntu installiert wird, es verhält sich, also die Dialogfelder sind ähnlich. Hier hat sich nur das Hintergrundbild ein bisschen verändert. Also es ist kein großer Unterschied zu Ubuntu selber. Man merkt, dass da eine gewisse Verwandtschaft herrscht. Hier kann ich eben aussuchen, ob ich eben die Festplatte löschen möchte. Hier habe ich noch 2 andere Funktionen. Wir nehmen natürlich die erste und klicken auf Weiter. Noch einmal kann ich eben die Region, in der ich mich befinde, hier verändern. Ich klicke auf Weiter. Das stimmt alles, wurde automatisch erkannt. Tastaturbelegung, zweimal auf Deutsch, stimmt auch. Jetzt sollen wir hier einen Namen eingeben. Wir nehmen Dr. Ubuntu. Passt ja zu meinem YouTube-Kanal. Hier mal so ein Standardpasswort. Eigentlich nur noch per Forma. Ihr solltet natürlich achten, dass euer Passwort nicht schwach ist. Da ich dieses eben nur als Testzwecke hier benutzen werde, ihr solltet vielleicht eher gucken, dass ihr ein relativ starkes Passwort nimmt.
Der Vorteil einer Installation von einer ISO-Datei liegt darin, dass alles direkt eben von der Festplatte, also nicht von einem optischen Datenträger geladen wird, sondern direkt von der Festplatte. Damit sind die Übertragungen dementsprechend schneller und eine Installation kann dann auch dementsprechend kürzer sein. Also nicht euer wundern, wenn ihr das jetzt alles auf eine CD brennt und dann installiert und es geht dann um einiges länger. Nicht, dass ihr dann denkt, da stimmt irgendwas nicht, sondern ich habe hier einfach den Vorteil, dass ich alles direkt auf der Festplatte liegen habe und dementsprechend auch alles ein bisschen schneller übertragen wird. Also für diejenigen, die sich damit nicht so gut auskennen, die sollten sich da nicht wundern. Ja, dieser Step ist auch bald durch. Ihr könnt jetzt auch sehen, wie eben während der Installation Ubuntu ein bisschen für sich selbst wirbt, indem eben hier das Pidgin als Sofortnachrichtenprogramm mit, wir können da mit IM, ICQ, ich kenne die meisten Dienste gar nicht, IM, ICQ und MSN, ja, die kennt man, aber das IRC kenne ich nicht, Xing, Swamp, Google Talk, Facebook verbinden. Also es geht alles mit diesem, Pidgin ist in der Linux-Welt eigentlich bekannt. Haben wir auch unter Ubuntu gesehen, dass Pidgin damit installiert ist. Ja, und hier noch einmal mit Gmusic Browser. Der ist vorinstalliert. Hier kann man Medien wiedergeben. Ja. Das können wir uns natürlich alles noch anschauen, nachdem wir dies installiert haben. Ja, für die Büroarbeiten, also ist ein Textverarbeitungsprogramm, das AbiWord heißt, installiert. Ich habe trotzdem jetzt unter Ubuntu, habe ich ja auch nur AbiWord gehabt, habe ich trotzdem jetzt das LibreOffice noch nachinstalliert, weil ich jetzt da mich mit der Oberfläche angefreundet habe. Das AbiWord hat eine leicht andere Oberfläche wie LibreOffice, aber für Grundaufgaben, tägliche Dinge, die man hin und wieder mal braucht im privaten Bereich, reicht AbiWord durchaus aus. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da eine Präsentationssoftware und noch Excel-Software mit der ähnlichen Oberfläche, dann würde ich euch empfehlen, auch das LibreOffice zu installieren. Hier nochmal ein kurzer Einblick, ein kurz erklärter Einblick in die Ubuntu-Oberfläche, die dann XVCE heißen soll. Ich bin mir jetzt da nicht sicher, aber wir werden dann noch einmal kurz drüber reden. Soll eben ressourcensparend sein. Was ich mir natürlich jetzt noch nicht ganz im Klaren bin, ich habe jetzt mit Ubuntu die Erfahrung gemacht, dass es ein sehr schnelles Betriebssystem ist, weil es eben Ressourcen spart. Und wie ressourcensparsam Ubuntu ist, das werden wir natürlich auch noch testen. So, die Installation von Ubuntu ist jetzt durch. Wir machen mal einen Neustart von der virtuellen Maschine. Ich nehme mal hier dieses Fenster auf die Seite. Ja, wir sind hier
im Anmeldefenster von Ubuntu. Ich gebe jetzt hier einfach mal mein Passwort ein, was ich vorhin vergeben habe. Ein relativ einfaches für Testzwecke. Und erster Startvorgang ist gleich durch. Da baut sich noch irgendwas auf. Aha, was habe ich denn hier für ein Ausrufezeichen, verfügbar, Aktualisierung. Ah, das sind Aktualisierungen. Dieses Zeichen ist mir jetzt neu, kenne ich unter Ubuntu nicht. Und wir kriegen gleich eine Anzeige, dass wir hier 145 Aktualisierungen haben, die wir installieren können. Ich schaue mir jetzt mal hier ein bisschen die Umgebung an. Versuche jetzt erstmal die GAS-Erweiterungen zu installieren. Die GAS-Erweiterungen sind installiert, die sieht man hier. Und wir können jetzt hier loslegen. Sobald wir hier runtergehen, könnt ihr sehen, dass wir hier unten so eine, hier unten auch ähnliche Leiste haben. Wir werden jetzt die Anzeige mal versuchen, in vollem Bildmodus zu starten und sagen einschalten. Also hier oben haben wir unsere Menüleiste. Wenn wir hier reindrücken, können wir schauen, was für Programme wir haben. Also wir öffnen mal den Webbrowser und schauen, das ist Firefox. Also unter Ubuntu war es Chromium und hier ist es Firefox. Wir gucken einfach mal, was für eine Version. Die Version 16, also relativ aktuell. Und wir starten mal einfach mal eine Seite. Wir gehen mal direkt auf YouTube. Schauen uns das mal an. Aha, also baut sich auch relativ schnell auf. Dann schauen wir, was noch hier gegeben ist. E-Mail-Programm, das brauche ich jetzt nicht zu öffnen. Einstellungen. Wir haben die Arbeitsflächen, die wir hier oben auch nochmal haben.